auf. Aber lässt bitten, nicht auf ihn zu warten. Er hat mit dem Chef noch wichtige Beschlüsse zu fassen. Nun, mein lieber Hoffmann, was ist denn eigentlich los? Spannen Sie uns doch nicht länger auf die Folter. Ja, meine Herren, das ist auch weiter kein Geheimnis. Dass wir die Russen, wenn sie kommen, angreifen werden. Und auch die oberste Heeresleitung hat soeben noch einmal nachdrücklich darauf hingewiesen, nur keine Defensive, sondern Offensive. Offensive, Offensive. Ja, und dies umso mehr, als übereinstimmendes Handeln mit den Österreichern geboten ist. Um nun unsere Bundesgenossen in ihrer Offensive aus Galizien zu unterstützen, muss unsere 8. Armee möglichst starke Kräfte der Russen auf sich ziehen. In diesem Sinne handeln wir. An Armee-Oberkommando. Acht. Stehe in schwerem Kampf bei Gumbinnen mit Teilen der Armee Rennenkampf. Unterschrift François. Dicke Luft, mein Junge, dicke Luft. Gegen Rennkampf steht im Allgemeinen nicht schlecht. Ich hoffe auf Erfolg. Wir müssen jedenfalls alles versuchen, Ostpreußen vor einer nachhaltigen Russeninvasion zu bewahren. Wir können nicht blühendes deutsches Land, Städten alter Kultur, eine wehrlose Bevölkerung der Willkür des Feindes überliefern. Funkspruch. Für wen? Auf Wiedersehen. Auf Weitersee. Armee-Oberkommando also. Herr Graf, Funkspruch aus Soldau. Ja. Soeben hat die Armee Samsonow in breiter Front unsere... Die Lage ja vollständig. Die russische Walze ist also im Anrollen. Bitte? Thank you.
Also, in einer halben Stunde erstmal bereit. Fertig machen! Fertig machen! Nicht traurig sein, Grete. Sei froh, dass ich wenigstens die letzten Tage noch mit meiner Schwadron auf dem Gut verbringen durfte. Hm? Hallo, Papi. Ja? Schon zurück? Nein, Vater Buchheiden. Sie wird sicher in Frankenau die Milch ins Krankenhaus liefern. Dann werde ich Sie wohl nicht mehr sehen. Meine Frau und meinen lieben Jungen. Mutter, ist das wahr, dass die Kosaken auch Hunde fressen? Red doch nicht so dummes Zeug. Aufpassen auf meine kleine Inge. Liebe Sonja, du weißt, du bist durch die Heirat mit meinem Bruder Deutsche geworden. Seit deinem Tode ist mein Haus das deine gewesen. Ich hoffe, dass in den kommenden schweren Tagen dich dieselbe Freundschaft mit meiner Grete verbindet wie bisher. Danke. Eskadron, aufgesessen! Riecht euch! Durchfieren, rechts, rechts ab! Thank you.
Kuska! Schnapp! Los, los! 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 Neue Währung. Überall gehen jetzt die deutschen Truppen zurück. Nicht nur vor Rennkamp. Verlassen Sie sich drauf. Unser General Samsonow wird jetzt den Deutschen bald ganz den Chaos. Sollen wir nur die vielen Menschen unterbringen? Na, ich werde gleich mal sehen. Du musst schlafen. Und jetzt betest du schön. Ja. Lieber Gott, mach mich ruhig, dass ich in den Himmel komme. Amen. Gute Nacht, Ingelein. Gute Nacht, Tante Litta. Mit Kosaken gehabt. Ein Mann ist mir verwundet, einer vermisst. Wir sind so ziemlich die letzte deutsche Kavalleriepatrouille am Feinde. Ich warne Sie dringend, noch länger hier zu bleiben. Vielleicht kann ich ein Stück Heimat vor der Vernichtung retten, wenn ich hier bleibe.
etwas Schreckliches. Die Besprechung da drinnen dauert aber lange. Der Entschluss für den Chef scheint schwer zu sein. Kein Wunder bei der Lage. Der Oberbefehlshaber hat auf meinen Vorschlag entschieden. Die Schlacht wird abgebrochen. Wir gehen nach Westpreußen zurück, sonst wird die ganze Armee hier abgeschnitten. Das heißt, Ostpreußen aufgeben. Also, meine Herren, bitte schreiben Sie. Ich gebe den Armeebefehl aus. Das erste Armeekorps wird sofort vom Feinde losgelöst und mit der Bahn nach Süden, auf den rechten Flügel gefahren. Schreiben Sie bitte. Trotz unseres gestrigen Erfolges bei Lana haben wir uns nur mit knapper Mühe der Umfassung durch die Russen entziehen können. Die Division bedarf dringend der Verstärkung. Unterschrift 37. ID. Major von Gaza, dringend.
Unterstreichen Sie bitte den Satz, bedarf dringend der Verstärkung. Armeebefehl, Herr Major. Aha. Der erste neuen Oberbefehlshaber. An 37 die Idee. 20. Armeekorps hat mit Kräften Haus zu halten und 3. Reservedivision von Allenstein heranzuziehen. 1. Armeekorps kann erst am 26.08. im Kampf eingreifen. Das ist also übermorgen. Man darf gar nicht daran denken, dass wir bereits ringsum von Russen umgeben sind. Ein Glück, dass sie uns nur das Vieh und die Pferde genommen haben. Und die schöne Ernte. Mutter! Schon wieder eine Menge Russen auf der großen Chaussee mit Kanonen! Von Kosaken verfolgt. Schnell, bringt alte Kleider vom Vater. Öffnen! Sofort aufmachen! Abkrewei! Schort, was mit Abkreweiche! Gottes Willen, hörst du den Lärm da draußen? Wo ist der deutsche Soldat? Hier ist kein deutscher Soldat. Das werden wir ja sehen. Alle Zugänge besetzen. In 5 Minuten ist hier alles auf dem Hof angetreten. Oder ich stecke die ganze Bude in Brand. 2 Kosaken mitkommen. Aber Engelein, wein doch nicht, hm? Ich bin ja bei dir, du. Geschieht dir ja gar nichts, hm? Komm, schlaf schön, ja? So. Wo steckt der Kerl? Habt ihr nicht gehört, dass ihr draußen antreten sollt? Suchen! Helfen Sie! Was ist denn? Und da ist ein junger Soldat! Einschlagen! Es geht um 7. Retten Sie ihn, Frau Sonja. Sie allein als Russin können es. An die Wand mit ihm! Что это значит? Schämen Sie sich denn nicht? Ihr Benehmen ist eines russischen Soldaten unwürdig. Darf ich mir die Frage erlauben, wer sind Sie denn eigentlich? Frau Sonja! Sind Sie es wirklich? Walter! Was machen Sie denn hier? Hier bezieht doch der Divisionsstabquartier. Ein Spion, Herr Hauptmann. Unsinn. Das ist ein Landarbeiter. Ein ganz harmloser Mensch. Meine Schwägerin, die Gutsherrin. Hauptmann Wolgow. Adjutant des Generalleutnants Mingin. Entschuldigen Sie bitte diesen Missgriff.
Lassen Sie den Mann in Ruhe. Marschieren Sie sich weg! Stell auf die Bodenkammer! Wir haben die Flüchtlinge gelegen, die Haus und Hof verloren haben. C'est la guerre. Madame. Komm, Grete. Ich verlange für meine Division einen Ruhetag. Regimenter, sind bei den Eilmärschen und dauernden Kämpfen erschöpft? Es fehlt auch an Verpflegung. Für die Pferde an Futter. Nachschub ist ungenügend. Na also. Ich lehne jede Verantwortung ab. Bei einer nicht kampfkräftigen Truppe? Melden Sie das dem Korps. Exzellenz, er ist angerichtet. Ja, ich danke sehr. Wann ist es soweit? In 2 Stunden, wenn der Mond weg ist. Und dann wird der kleine Buchheiden versuchen, sie zu den Unsrigen zu bringen. Und der kennt ihr Weg und Steg wie kein zweiter. Und tot sind, habe ich bei euch meine zweite Heimat gefunden. Ich kann nicht verstehen, dass ich heute Menschen hassen soll, die noch gestern meine Freunde waren. Das Korps verlangt weiteren Vormarsch. Man scheint hier an Ort jedes Verständnis für die Truppe verloren zu haben. Also gut. Morgen früh um 6 setzt die Division ihren Weitermarsch fort. Gute Nacht, meine Herren. Brauchst keine Angst zu haben, Mutter. Ich schaff's schon. Gleich ist es soweit.
unser aufs Tier. Da, Deutsche. Nanu? Wir sind. Rittmeister von Arren? Ja, bitte. Ich habe einen jungen Mann abzugeben. Fritz! Herr Rittmeister! Junge, wo kommst du denn her? Gestern Abend, vor ungefähr 7 Uhr, waren eine ganze Menge Russen auf unserem Hof und sie wollten einen Vater! Dem General Schelinski Bericht erstattet. Ich habe im Sinne Eurer Exzellenz der Heeresleitung unsere Bedenken zur Sprache gebracht. Yes. Sie verlangt jedoch weiterhin energisches Vorgehen. Ich muss gestehen, dass mir das Versagen unserer Aufklärung Sorge macht. Auf Agentennachrichten und auf Aussagen der Zivilbevölkerung können wir uns in diesem Lande schon gar nicht verlassen. Die Heeresleitung ist. Ich kenne die Auffassung der Heeresleitung, dass sich uns gegenüber nur schwache deutsche Kräfte befinden. Mir persönlich scheint die Lage keinesfalls geklärt. Die Lage erscheint also für uns folgendermaßen geklärt zu sein. Die russische 1. Armee Rennenkampf geht weiter langsam nach Westen vor. Laut Fliegermeldung scheint sie jetzt in breiter Front die Angerab überschreiten zu wollen. Starke Kavallerie bei Angerburg. Die Meldung über die 2. Armee Samsonow lässt erkennen, dass sie in drei Gruppen gegen uns vorrückt. Eine rechte Feindgruppe von Ortelsburg nach Norden, und zwar 6. Korps mit der 4. Kavalleriedivision. Eine linke Flügelgruppe, bestehend aus dem 1. Korps mit Zuteilungen und 2 Kavalleriedivisionen von Ostau bis Soldau. Die mittlere Kampfgruppe, 15. Korps, Division Mingin, kämpft scharf unter immer neuen nördlichen Umgehungsversuchen. Von Lippa bis Orlau. Das 13. Korps steht westlich Jedwabno. Solange also François mit unserem 1. Korps nicht heran ist, haben die Russen eine fast doppelte Übermacht. General Ludendorff, entwickeln Sie bitte den Operationsplan für die Schlacht. Die Sorge, General von Scholz, ob Ihr Korps einer solchen Übermacht gewachsen sein wird, hält der Herr Oberbefehlshaber für durchaus berechtigt. Doch ist es unmöglich, die Front noch einmal zurückzuverlegen. Denn die Armee Rennenkampf rückt immer näher. Ihre Vereinigung mit Samsonows Armee ist nicht zu verhindern, wenn wir nicht stehen bleiben. Ihr Korps muss also in der jetzigen Stellung bis zum letzten Mann halten. Inzwischen werden wir Velo und Mackensen, die jetzt genügend Abstand von Rennenkampf haben, scharf nach Süden abdrehen und uns mit ihnen auf die russische Gruppe bei Ortelsburg stürzen. Der Herr Oberbefehlshaber ist fest entschlossen, spätestens am 26.08. einen konzentrischen Angriff auf die Armee Samsonow losbrechen zu lassen. Wenn auch durch die ungeheuren Flüchtlingszüge
die Transportbewegung stark beeinträchtigt wird, hoffen wir doch, dass bis dahin die Masse des Korps François auf dem Schlachtfelde eingetroffen ist. Aber bis dahin sind Sie mit Ihrem 20. Korps der umbrandete Fels, der unbedingt standhalten muss. Wir sind uns des Wagnisses voll bewusst, zwischen zwei sich nähernden feindlichen Armeen einen konzentrischen Angriff auf die eine zu machen. Und dieser Angriff geht morgen los. Herr Hauptmann, bringen! Russischer Funkspruch in Königsberg aufgefangen. Ganz offener Text. Sind die Russen aber leichtsinnig. Schreiben Sie. Armee-Oberkommando Rennkampf an die Korps der 1. Armee. Die Armee drückt die zurückweichenden Gruppen der Deutschen energisch gegen das Meer. Am 26. ist die Linie Gerdauen-Seelau zu erreichen. Soeben fährt der Oberbefehlshaber zum Gefecht, mein Herr. Der Befehl ist am Sonnops durchgegeben worden. Hier Gefechtsstand Löbau. Ja, bitte. Ich nehme auf. Befehlsgemäß sind die Gruppen Belo und Mackensen in frühester Morgenstunde aufgebrochen. Sie greifen den Feind an, wo sie ihn finden. Der linke Flügel. Tja, was macht denn aber der rechte? Ist ja noch keine Meldung vom 1. Korps da? Leider noch nicht, Herr Oberstleutnant. Ja, warum greift der Fahrer schon nicht an? Gustav hat zwar heute begonnen, konnte aber nicht vorgetragen werden, da Truppe noch nicht vollständig ausgeladen. Besonders Masse der Artillerie. Herr
erfolgreicher Kampf in Richtung Bischofsburg gegen russisches 6. Korps und 4. Kavalleriedivision. Schnell bitte. Exzellenz wird gleich da sein. Herr General Knox. Exzellenz, haben Sie schon neue Nachrichten von der Front? Leider haben mich hier in Neidenburg bisher nur wenig erfreuliche Nachrichten erreicht. Am linken Flügel ging uns heute Ustau verloren. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Denn unser 13. Korps ist bereits in Allenstein. Und rechts marschiert bereits unser 6. Korps. Alles gut werden. Hoffentlich. Darf ich Sie bitten? Auf unsere Waffen, Erfolg, Exzellenz. Danke. Darf ich Exzellenz bitten, selbst an den Apparat zu kommen? Ja. Meine Herren, ich bitte einen Moment um Entschuldigung. General Martos, der Führer des 15. Korps, wünscht Sie persönlich zu sprechen. Ja. Exzellenz persönlich? Seit 48 Stunden stehen meine Truppen bei Mühlen im schwersten Kampf. Mein linker Flügel ist von Umfassung bedroht. Wenn ich keine Unterstützung erhalte, Exzellenz, kann ich für den Erfolg meines Korps nicht mehr garantieren. Das 13. Korps muss an Martos eine Brigade zur Entlastung gegen Hohenstein senden. Ich erwarte den Erfolg vom Eingreifen des 6. Korps am rechten Flügel. Morgen muss die Entscheidung fallen.
Danke für einen Liter. Na, nun wird es ja ein bisschen eng bei uns. Hauptsache, dass die armen Menschen Platz genug haben. Ja, wenn man ihnen mehr helfen könnte. Tante, ist mein Säckchen kaputt. Ach, das ist aber schade. Hm? Nee. Lisbeth? Ja? Schnell frisches Wasser für den Arm. Ja, Mama. Ja, schon gut. Der Arm genügt uns. Vladimir Alexandrowitsch. Wie heißt der Korpsbefehl? Die Division greift weiter an. Angreifen. Schön gesagt. Melden Sie dem Korps. Die Division hat die Hälfte ihres Bestandes verloren. Der Rest ist erschüttert und bedarf dringender Ruhe. Schreiben Sie, Kornett. An General Mardos. Sein. Es muss sein. Die Division hält. Solange es geht. Solange es geht. Die Division gräbt sich ein. Starke Stützpunkte sind auszubauen.
Truppenverbandplätze werden sofort zurückverlegt. Noch eine Frage? Lassen? Verzeih mir, aber ich muss. Du wirst also wirklich gehen? Ja, ich weiß. Es gibt eben Dinge, die stärker sind als Liebe und Ehe. Und alles, was uns sonst wertvoll scheint. Leb wohl. Die Frau, das ist die einzige Möglichkeit. Meister, Befehl vom Regiment. Dankeschön. Fünftens. Die im Gefechtsstreifen der Division liegenden Güter und Dörfer sind vom Feinde stark besetzt. Besonders gut Arnshof. Sechstens. Um den Angriff vorzubereiten, nimmt unsere Artillerie ab 6 Uhr morgens gut Arnshof unter Feuer. Es geht um das Leben hunderter braver Infanteristen. Es geht um Ostpreußen. Bitte holen Sie mir doch den Unteroffizier Buchheiten und seinen Sohn. Tot. Also Fritz, du weißt, um was es geht. Das Leben deiner Mutter. Das Leben aller auf dem Gut liegt in deiner Hand. Wirst du das schaffen? Jetzt ist schon 3. Aber bestimmt! In 2,5 Stunden bin ich da! Ganze Batterie, eins höher! Granatenaufschlag, ganze Batterie. Ja.
erkennen? Noch zu unsichtig, Herr Oberstleutnant. Erlauben Sie mal. Die Meldung, die bis jetzt eingegangen ist, ist die, das erste Corps François hat sich in Verfolgung der russischen Südgruppe Division ist zurückgegangen, um Durchbruch des Feinds nach Süden zu verhindern. Sofortiger Einsatz einer Division in Richtung Bronsken. Der Herr Oberbefehlshaber ersucht, die befohlene Bewegung sofort anzutreten. Ist Eile geboten. Na ja, also dann los, dann fahren Sie sofort den Kraftwagen zu General von François. Bitte, was anderes. Das erste russische Korps geht in vollem Rückzuge über die Grenze zurück. Landwehrdivision meldet ihr Eindringen in Hohenstein.
Ah, dann hat sie sich also hier mit dem linken Flügel von morgen die Hand gereicht. Wir fliegen sofort zur Gruppe Belo zurück. Das Korps soll augenblicklich auf Grieslinien eingreifen. Es gilt die Vernichtung einer Division des geschlagenen 13. russischen Korps, die auf Hohenstein in den Rücken von Gold marschiert. Posadski! Exzellenz! Die Korps in der Mitte, das 13. und 15. Korps sowie die Division Mingin scheinen sich nicht mehr halten zu können. Und meine Flügelkorps?
sind geschlagen. Der Nordwestfront. Ich glaubte, dass ich meinen Mann die Deutschen geschlagen habe. Dass vor mir nur schwacher Feind stünde. Ich glaubte, meine rechte Flanke und Rücken seien durch mein 6. Korps gedeckt. Ich habe mich geirrt. Gehen Sie, Herr General, solange es noch Zeit ist. Goodbye, Sir. Ich bleibe bei meinem Truppen. Meine Armee ist vernichtet. Ein schweres Opfer für unser geliebtes Vaterland. Meine Kameraden, ich danke Ihnen für Ihre Dienste. Pferd.
Herr General. Seine Exzellenz hat mich zurückgeschickt. Mit Recht wird die Schlacht von Tannenberg mit dem Cannae des Altertums verglichen. Der deutschen Führung war es geglückt, eine feindliche Armee einzuschließen und zu vernichten. Es standen sich gegenüber 153.000 Deutsche mit 300 Maschinengewehren und 700 Geschützen, 191.000 Russen mit 400 Maschinengewehren und 600 Geschützen. Trotz unterlegener Streitkräfte konnte General von Hindenburg seinen Einkreisungsplan durchführen, weil er jederzeit über den Feind genaueste Nachrichten erhielt. Russischerseits versagte die Aufklärung. Die deutsche Truppe gab ihr Letztes im Kampf um die Heimat. Bei der russischen Armee des Generals Samsonow versagten die Flügelgruppen. Der Russeneinfall hatte schwere Wunden dem deutschen Grenzland geschlagen. Nur allmählich konnten sie geheilt werden.